Hallo und herzlich willkommen im dritten Teil von Call of Duty Advanced Warfare, der Überlebensmodus. Wir spielen hier auf Green Band, wie ihr seht. Ich werde wieder die ersten 10 Minuten kommentieren, euch auf die wichtigsten Punkte hinweisen und den Rest werde ich dann einfach abspielen lassen für die, die es noch interessiert. Gut, ich nehme hier wieder das Geschütz. Wie gehabt eigentlich und positioniere mich da auf der anderen Seite von der Karte auf dem Dach. Wir sind jetzt zu viert. Ihr seht, wir stehen da oben auf der Fläche. Das hat den Grund, dass die Hunde hier nicht hochkommen. Die Drohnen spawnen in der Regel auf der anderen Seite der Karte. Und man ist sehr schön gedeckt hier, weil sie nur von der Seite hochspringen können. Damit ihr die letzte Karte freischaltet, also damit ihr Riot freischaltet, müsst ihr auf der Stufe 3 100 Runden überleben. Auch hier wieder, die 100 Runden müssen nicht am Stück sein. Ihr könnt zwischendrin mal sterben und dann einfach neu starten. Wir haben das alles an einem Stück probiert. Ihr werdet es dann später sehen. Kurz davor gescheitert. Noch 2 Runden hätten gefehlt, dann hätten die 100 Runden am Stück gemacht. Wir waren Stufe 23, Schwierigkeitsgrad 4. Aber das tut nichts zur Sache. Jetzt seht ihr könnt das Geschütz auf der rechten Seite, wo ich jetzt stehe, positionieren, dann können Sie die, die hochspringen, wieder feuern. Oder da vorne rechts, vorne in der Mitte. Oder wie es jetzt steht, vorne links. Von da aus können Sie die Gegner, die von der anderen Seite zu euch rennen, gut niederfeuern. Funktioniert gut. Ein kleiner Tipp noch auf der Karte. Hier ist die Angriffsdrohne sehr stark. Ihr seht es dann später. In den höheren Karten. Wenn ihr die Angriffsdrohne noch upgradet mit den Raketen und dem erhöhten Schutz, dann kann sie eigentlich schon fast eine ganze Runde alleine absolvieren. Und ist somit eine extrem starke Abschussserie. Auch hier wieder ist eigentlich alles wie gehabt. Wenn ihr die Marken sammeln müsst, könnt ihr warten, bis die meisten Gegner tot sind, die Marken dann einsammeln. Wenn ihr etwas beschützen müsst, könnt ihr es probieren oder ihr lasst es einfach sein. Mit dem Seinlassen ist ein bisschen gefährlich, weil wenn die Lasergeschütze spawnen, weil ihr eine Mission nicht abgeschlossen habt, dann kann es sein, dass ein Lasergeschütz genau auf die Fläche spawnt, auf der wir hier oben jetzt stehen. Das kann dann verheerend sein für das ganze Team, wenn er gleich alle tötet. Der einzige Punkt, da wo ihr ein bisschen aufpassen müsst. Der Rest könnt ihr hier mit Sturmgewehr, Sniper, MGs, spielt alles keine Rolle, könnt ihr einfach runterfeuern und die Gegner töten. Ich spiele dann gegen das Ende mit dem Snipergewehr, das explodiert, wenn ihr das zweite Mal drauf feuert. Ihr seht, es ist ziemlich lustig. Die, die nicht so gut Quickscope können, können das hier noch super üben. Läuft gut. Wenn ihr die 100 Runden hier überstanden habt, dann bekommt ihr auch wieder ein Vorratsbecken. Da ist ein weiterer Teil von der Zombie-Ausrüstung drin, dass ihr dann im Multiplayer wie ein Zombie aussieht. Geschütz bereit zum Einsatz.
seht ihr das Geschütz, positioniert man einfach da und die dann hochspringen, werden dann vom Geschütz einfach niedergefeuert. Klappt super. Muss man selber auch gar nicht mehr allzu viel machen. Man kann auch einfach oben liegen bleiben, die Gegner probieren hochzuspringen, dann kann man sie niederschießen. Es ist eigentlich einfach eine Ausdauersache, die ihr hier macht, bis ihr dann den Zombieskin kommen könnt. Gut, ich denke, es ist alles gesagt. Wer den Teil 1 und 2 gesehen hat, weiß ja auch, wie es sonst funktioniert. Ich lasse das Video jetzt laufen. Wer das noch sehen möchte, der kann sich das anschauen. Der Rest hat ja alle Informationen. Kann auch gleich weiter zum nächsten Teil springen. Gut, viel Spaß noch beim Video für alle, die das noch sehen möchten. Falls nötig. Unsere Drohne ist online. Feinddrohnen im Luftraum in der Nähe. Augen nach oben. Team mit der Goliath am Boden. Machen und aufstocken. Stellung sichern, Männer. Feinde im Anmarsch. Feindliche EM-Truppen kommen. Ausschalten. Thank you.
Nachladen, falls nötig. Achtung, Männer, der Feind nutzt Tarntechnologie. Gefahrenwarnung nutzen, wenn verfügbar. Feinde ausgeschaltet. Zeigen EMP-Bomben. Ausfindig machen und entschärfen. Verbündeter gefallen. Wiederhole. Verbündeter gefallen. Alle Feinde tot. Nachladen, falls nötig. Geschütz bereit zum Einsatz.
schwer gepanzerte ASTs auf den Sensoren. Aufpassen! Der Raketenschlag nähert sich. EPM-3-Truppen kommen auf euch zu. Bereit machen! Die Sensoren zeigen anrückende EM-Drohnen. Bombardierung im Angriff.
Gefallene nach Infos durchsuchen. Gut, an der Stelle mache ich kurz einen Cut, weil es extrem lange dauert. Ihr seht jetzt Runde 15, Schwierigkeitsstufe 4. Wir sind schon eine halbe Ewigkeit daran, alles zu töten. Es wurde langsam sehr langweilig. Aber weil der Zombie-Skin am Ende dann doch recht geil aussieht, hat es sich dann gelohnt. Gefallene nach Infos durchsuchen. Setzen Rauch ein. Aufpassen! Verbündete Valkyrien über uns. Verbündete Angriffsdrohne.
fertig. Feindeinheiten nähern sich. Warbird in Tarnsequenz aktiviert. EMP-Bomben. Ausfindig machen und entschärfen. Bestätigt. Alle Feinde ausgeschaltet. Schwere Mechs geortet. Ausschalten. Magazin
und aufstocken. Achtung, Männer, der Feind nutzt Tarntechnologie. Gefahrenwarnung nutzen, wenn verfügbar. Alle Feinde tot. Nachladen, falls nötig. Gefallene nach Infos durchsuchen. Tarntechnologie. Gefahrenwarnung nutzen, wenn verfügbar. Verbündeter gefallen. Wiederhole. Verbündeter gefallen. Verbündeter gefallen. So, wir nähern uns dem Schluss. Leider haben wir die Runden nicht ganz geschafft. Macht aber nichts. Wir haben die restlichen Runden dann einfach noch in einem neuen Spiel gemacht. Noch 2 Runden überstanden und dann hatten wir das Ganze. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen.